Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei unaussprechlicher Titel. Ich weiß, es ist tschechisch. Bleiden. Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht so schlau gewesen, um das mir vorher übersetzen zu lassen. Ich weiß nur, dass es dann irgendwie nicht ganz ernstzunehmender Mod ist. Es gibt aber einen Hazard-Course, den wir jetzt mal anfangen. Get out of the room. Okay. Türen gehen nicht auf. Ich muss wahrscheinlich da oben diesen Schalter irgendwie betätigen. Was ist das? Ist das hier? Ach, okay, da muss ich wahrscheinlich die Kiste reinschieben. Ja, hat sich schon was getan. Hier, Schalter. Ah, okay. Dann werde ich da wohl wahrscheinlich raufspringen müssen. Der Mod ist von 2009, glaube ich, laut README. Und der Autor hat geschrieben, dass er in dieser Version einige Verbesserungen eingebaut hat, die 2017 erschienen ist. Get through the obstacle course. Man spielt irgendwie einen Typen auf in irgendeiner Waste Disposal Facility, also auf irgendeiner Entsorgungsanlage. The game was saved, ja. Oh. Das ist kein leichter Kurs. Muss man da unten überhaupt hin? Ich glaube nicht. Es bringt einem nicht viel. Na, vielleicht doch. Ich springe einfach mal runter. Vielleicht bewegt sich ja die Plattform. Tut sie nicht. Wie nett. Die ist also vollkommen sinnlos. Ein netter roter Hering. Nee, jetzt komm, jetzt hänge ich in der Wand. Ja, doch nicht. Glück gehabt. Haha. Selbst das war zu früh. War ja zu spät. Haha. Test your skill. Aber wirklich. Ah, okay. Eine kurz mal eine Vogelperspektivenansicht. Get through the labyrinth. Look for weapons along the way. Das ist mal ein echtes Labyrinth. Oh, ich höre jemand. Ah, ne, M16. Oh, ich werde schon abgeknallt.
Ich glaube, das ist am Anfang. Aber könnte natürlich auch sonst wo sein. Ah, das ist natürlich cool. Das ist eine Karte, da wo man sieht, wo man ist. Okay. Dann gehe ich jetzt links und dann bis ans Ende. Dann gibt es hier eine Crowbar. Gehe ich hier nochmal zurück. Die erste links und dann hier. Ah, ein Raketenwerfer. So. Okay, jetzt gehe ich nochmal zurück. Und dann links, rechts und dann rechts geradeaus. Oh Gott. Glaube, ja. Ich bin richtig hier. Hier. Shotgun. Okay, und jetzt gehen wir jetzt zurück und dann wieder rechts um. Jawohl, noch eine Waffe. Okay, dann wieder zurück. Jetzt links. So, jetzt umdrehen. Und dann wieder links. Nehmen wir lieber die Shotgun. Die scheinen wohl hier normalerweise auf mich zu schießen. The game was saved. Now you can finally shoot something. Conquer the fortress. Oh ja, da sehe ich jetzt die ersten Soldaten. Und ja, auch noch eine Turret. Warte, gegen den schwarzen Hintergrund ist es schwer, da irgendwelche Feinde zu auszumachen. Ah, ich glaube, das war ein guter Headshot. Ja, super. Ah, was für ein toller Scherz. Er schießt durch die verdammte Wand durch. So.
sehe niemanden. Das ist schon böse, wenn die so dermaßen unsichtbar sind. Und dann halt durch die Wand schießen. Der Soldat, der vorhin hier war. To open the door, you must find two buttons. Ich glaube, der bewegt sich nicht. Der Black Op. Kann das sein? Wo war denn der jetzt? Ah, wie kommt man da jetzt in die Mitte rein? Ah, da ist eine Leiter. Leicht zu übersehen in dieser Dunkelheit. Leichter Schaden gegen mich selbst, aber ist dann da drüben? Ah, die auf der anderen Seite habe ich schon gekillt, ja. Do you want to see a cutscene? Ja, natürlich will ich das. Ja, mach weiter. Ach so, ich muss da raus. This is an intro sequence from a dead mod called From Beneath, on which I was working a few months after I finished Beiden. I guess it's a bit of a pity that I quit shortly after I got somewhat
competent in creating maps and knowledgeable about Gold Source Engine in general. But I had neither the will nor the time anymore. Also, here are some of my first attempts at creating models like these badass Gundam-shaped monks. Ja, ist immer cool, wenn die Entwickler ein bisschen, ja, reminiszieren und über frühere Zeiten schwelgen. This whole sequence is quite complex, especially the second part. And it took a lot of work, so rather than letting the maps bla bla. Oh, das sieht schon echt anspruchsvoll aus, was er hier gemacht hat. Wer schießt mit Blitzen vom Himmel? Ah, nur ein Teleporter. Orb. Zombies. Ha, noch ein Klischee. Die Toten erwachen und gehen zum Gottesdienst. Nee. Wo gehen sie denn hin? Bingo? Where's everyone going? Wie in Resident Evil 4. Und ein nicht besonders gutes Demo-Tape im Hintergrund. Ich kenne mich damit nicht aus. Ist das Punkrock? Ist das... Weiß ich nicht. Hört sich irgendwie nach Punk an. Was wachsen denn da für Zahnstocher aus dem Boden? Wenn das Gras sein soll, ist das wirklich ein... Oh, oh, das ist ja beeindruckend. Ja, das ist der Intro. Das Intro gewesen. Dann werden wir gleich mal weitermachen mit dem Hauptspiel. My name is Franta Novak, and I'm working for a formerly non-existent company which provides waste disposal services to anyone that pays. My job is simple, get rid of all the waste as quickly and cheaply as possible. Sure, it's not really an honest job, but it pays well. I think I crossed the line a few years ago when I dumped some strange green stuff into a forest. People who live nearby already started talking about some weird shit happening in there. If this gets traced to me, ja, ja. Er ist also der Hausmeister und bringt den Müll raus. Für 23 Mäuse im Monat. Und irgendwann findet Ted heraus, wo sie ihren Müll lagern und in die Tour vergeigt. Nämlich auf dem Dach. Irgendwo. Was fährst denn du für ein Trabi? Ja? Neser mě. Der redet sogar Tschechisch. Nemám na ty tvoje keci čas. To už bys nestačilo, ne? Wenn ich jetzt wissen würde, was er sagt. Ondra. Soll ich dir eine Cola spendieren?
Nehme Bockoi. Ich glaube, er will nur, dass ich ihn in Ruhe lasse. Autsch. Warum habe ich mir jetzt wehgetan? Dummer Tag. Ja, wahrscheinlich einfach auch wieder nur aus der Humor des Developers. And I can't get any dumber, can I? Ja, mit der Monorail jetzt zur Arbeit. Was für Texturen? Hey, the boss wants to see you. He was pissed up. You're late again. Ja, wenigstens gibt's Subtitles. Das ist schon mal cool. To už bys nestačilo, ne? Neser mě. Ja, letzten Mod, also vor, bevor ich den letzten Playthrough gemacht habe von Half-Life, war ja ein polnischer. Šéf řekl, že jsem nesmíš. Oder eine der. Ani se mu nedivím. Letzten. Pustit jsem takovýho debila, jako seš ty. A no to by byla pohroma. Damals like you, you can't go in here. Fuck you. Ist das mein Boss? That dangerous waste will not spill into a river by itself. Er hört sich wütend an. What? What? Go get that protective suit before I fire you, motherfucker. Was für eine Textur. Warum so ein langes Gesicht? Du bist doch kein Pferd. This door is broken again. I'm curious who got stuck this time. Ah, da oben ist noch ein Raum. Muss ich jetzt hier lang? Nein. Holt mir Perdell! Ah, hier kommen wir noch lang. Ciao! What's up? The boss fucked you hard, didn't he? Ja, er spart ja nicht mit Kraftausdrücken. Aber jetzt will ich noch wissen, was hinter der anderen Treppe ist. Eine unsichtbare Wand. Schlechtes Game Design, Level Design. Oh, da sind schon grüne Headcrabs. Hello, hello, ah. Shit, what the fuck happened here? And how long was I laying here? Oh, ich habe ein Flashlight, obwohl ich noch kein Hazard Suit habe. Ah, komm her, du. Ich werde dich ganz einfach evaden. Das hatte ich in Half-Life auch noch nicht, so einen komplett dunklen Raum. Noch mehr Zombies. Also da geht's dann auch nicht weiter. Ich habe sogar schon Munition gekriegt, aber immer noch keinen verdammten Hazard Suit. Oh, anscheinend habe ich doch schon einen Hazard Suit. Aber ich habe keine Waffe. Da kann man einfach durchlaufen. Ja, endlich. Pistole. Und die Magnum. Den hätte ich mir vielleicht sparen können, den Schuss, aber ich war zu gierig. Ich glaube, da muss ich nicht hin. Oder hier hin. Ja.
Er hat dann jetzt hier in kurzer Zeit das alles verbarrikadiert. Ein Mod mit Custom Music, wie geil. Was sind denn das für Sounds? Die hat der alle irgendwie selbst gemacht, der Developer. Wieder so ein Scheißscherz. Die Fenster, die sind nicht kugelsicher. Ah, toll. Da von oben irgendwie mal runter oder was? Aber an der Musikimplementierung muss man noch ein bisschen arbeiten. Die kann nicht einfach nur so ausgehen. Ja, und jetzt? Was ist hier oben? Gar nichts. Ist hier ein Schalter? Nee, das ist kein Schalter. Aber da drüben ist auch noch eine Tür. Nicht jetzt!
Was machen die Red Dwarfs für einen Sound? Das hätte. Das könnte man schon fast in Crack Life finden, den so einen Sound. Dieses Mal falle ich nicht wieder drauf rein auf diesen Witz. Ist das mit Absicht so oder? Wahrscheinlich schon. Ja, dann müssen wir halt doch diesen blöden Button drücken. You managed to open the main gate. Muss ich jetzt zurück oder? Hä? Die habe ich gar nicht gesehen, diese Tür. Kann man hier drüben vielleicht dann auch noch weiter hoch? Nee. Ah, die Tür habe ich echt nicht gesehen. Okay, dann müssen wir nochmal hoch. Nee, hier geht's nicht durch. Und da geht's nicht hoch. Warum? Da wieder hoch? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich da unten lang muss. Wie komme ich denn jetzt an dem Main Gate? Wo ist das? Also ich springe nur als allerletzte... Schalter kann man nicht mehr benutzen. Ich springe nur als allerletzte Notlösung ins Gift. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das die Lösung ist. Aber egal, ich scheine es wohl probieren zu müssen. Ich hoffe nicht wirklich, dass das ein Bug ist hier. Nee, hier hinten ist gar nichts. Welche Tür oder welchen Schalter habe ich jetzt übersehen? Warte mal, kann ich vielleicht einen älteren Safe lade ich mal den. Also ich sehe von hier auch nicht, wo diese Tür ist. Kann man nicht erkennen. Das hat tatsächlich was gebracht. Unglaublich. Shit, where did the soldiers come from? They don't seem friendly. Naja, ist mir egal, ob sie freundlich sind. Die sind ohnehin nicht mehr am
kann das Heads-Up-Display kaum lesen. Da hat ja jemand ins Klo gekotzt und hat die Brille getroffen. Holy shit, that's a big hole. Seems to be the only way though. Ich habe kein Loch gesehen. Closed. Nicht so alles in diesen kleinen Kisten drin ist. Es lohnt sich immer, die alle aufzumachen. Oh, irgendwo hängt wieder eine Tür. Da muss ich jetzt runter, ja. Also so dünn ist normalerweise keine Straße und kein Boden darunter. Aber in Half-Life geht das. Oh, wie seht ihr denn aus? Ich dachte, vielleicht ist irgendwas drin in diesem Container. Was für eine Lache. Hier wahrscheinlich wieder Granate benutzen. CS Menschen? Anyone? Jetzt weiß auch jeder, woher das Spiel kommt, wenn man die tschechische Flagge kennt.
geht's nicht mehr so gut. Oh, dringend. Heilung. Ich glaube, hier in diesen Kisten ist kein Wein. Abandoned, irgendwas. Ich habe es leider nicht fertig lesen können. Irgendwas Verlassenes. The doors are closed. Hat keine Verbindung zu dem Bereich da drin. Wahrscheinlich. Was seid ihr denn für Flundern? Ah, die Gauss-Gun. Und Laser-Trip-Mines. Das wird ja immer besser. Ich weiß zwar nicht, wo ich sie verwenden soll, aber... Falsche Tür. Wenn ich jetzt die Gauss-Gun auf das Wasser benutze, sterben dann alle Fische? Ich weiß, dass ich sterbe, wenn ich die Gauss-Gun benutze. Was ist denn das hier für ein Laser? Jetzt bin ich ersoffen. Warum ist denn das so schwer, hier reinzuschwimmen? Lass mich doch durch, Scheißfisch. Oh, ich schaffe es ganz knapp nicht. Warum ist denn hier überhaupt Wassereinbruch in dieser Einrichtung? Looks like someone was digging a tunnel here. War hier jemand gefangen? Das sieht nach einer Zelle aus. Damn it, I can't open this. Seems like a safe place to get some sleep though. Jetzt geht eine Runde schlafen. Ja, genau. Unter dem Bett ist eine riesige Falle. What?
Zum Glück bin ich kein Epileptiker. Ist das eine kaputte Version von Smoke on the Water? Also das ist wirklich Crack Lifestyle. Oder es soll einfach nur eine Simulation der der Drogenhalluzination sein, die der Typ hat, weil er dem ganzen radioaktiven Müll ausgesetzt ist. Das sieht gefährlich aus. Das wird immer besser. Do you want to die? Nein. Was ist das für ein Pilz? Ich glaube, der ist ungesund. Ich mache mich lieber vom Acker. Was seid ihr denn für hübsche Kreaturen? Nicht über den Zaun her. Ah, bin ich in seinen beschissenen Angriff reingelaufen. Oh, lauf doch nicht wie ein so ein beschissener Idiot. Wo rennst du denn hin? Was soll das? Die Sonne. Muss ich den runterwerfen? Tatsächlich. Autsch. Thank you.
Irgendwo sind Gurgler. Warum warst du nicht tot? Ich war mir sicher, dass ich die beide erschossen hatte. Schön viel Munition für die Magnum. Also der Modder hat sich echt Mühe gegeben. Cutscenes, Autosaves, Übersetzungen und bisher keine Bugs. Das ist schon nice. Passe ich nicht durch. Ah. Der ist in der Wand und der andere ist außerhalb der Wand. Oder? Nee. Sind beide. Doch, doch, doch. Der ist ganz leicht drin und der hier nicht, oder? Oder doch? Also gleich. War eine optische Täuschung. Muss ich doch wieder den Kasten da holen. Ja, der große rote Schalter. Öffnet das Verlies, die Tür. Die Zugbrücke geht auf. Oh, wo kam denn der zweite her? Ich habe da keinen zweiten gerade eben gesehen, als ich da vorbei bin. Der muss hinter der Tür gestanden haben. Uiha, uiha. Welche Türen habe ich jetzt geöffnet? Ah, die hier. Thank you.
glaube, ich muss tatsächlich diese Kiste hier, oder die hier, bis zu dem aufgesprengten Ding da. Deswegen ist nämlich auch die Schranke da, die bringt natürlich tatsächlich dann was. Okay, dann muss ich sogar die große Kiste hier runter buxieren. Wenn das überhaupt klappt. Naja. Ich glaube, das ist in einem Klo. Das sieht so aus wie so ein Dixie-Klo, so eine Latrine. Oh, Windmühlen und Pilze. Oh. Das hätte mir vorher sagen können, dass jetzt hier ein Gargantua kommt. Der Mod ist nicht schlecht genug, um sowas wie Cracklife zu sein. Der ist einfach nicht schlecht genug. Nicht beleidigend genug für soziale Minderheiten und sowas. Oh je. Es ist groß, es ist rot und es sieht gefährlich aus. Aber wo war jetzt diese Tür? Ach, ich muss in den Brunnen. Diese Tür ging auf. Und wieder eine Cutscene. Zum Geil. Ach, das war tatsächlich nur ein Traum. Ha! Oh mein Gott. Ja, egal. Ich glaube, ich mache jetzt hier aber kurz eine Pause. Ich glaube, der wird mir noch ein bisschen dauern, der Mod. We need to get out of here and we have better chance together. Ja, also. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Hallo Leute, willkommen zur Fortsetzung von Denn ich habe jetzt ehrlich gesagt eine Woche Pause dazwischen. Was? Shit, this door is dark. There is a ventilation shaft. In the showers, I will open the door for you. Tak hodně štěstí. Já počkám tady. Luck and hurry up, otherwise I'm going to shit myself down here. Dann brauchst du was Neues zum Anziehen. Da geht's nicht raus. Was ist das? Ist das die Besuchszelle für die Gefangenen oder was? Das sah gerade so ein bisschen so aus. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Stühle und dazwischen ein Gitter. Ja, wie gesagt, ich habe das etwa eine Woche jetzt nicht gespielt. Hatte leider dazwischen keine Zeit, den letzten Teil zu recorden. Verrammelte Fenster. Kann ich auch durch die Tür schießen? Ja, durch das Fenster? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich kugelsicher. Ein Fußballfeld im Knast. Was ist das hier? Ist das irgendwas Wichtiges? Muss ich das abknallen oder? Cutscene. Nice car. I can just drive away and forget everything. Im Trabi fahre ich jetzt nicht weg. Awesome. I might even get home in time to watch Game of Thrones. So neu ist der Mod, dass es schon Game of Thrones gibt.
Rumprechtdorf. Und Bushaltestelle. Da hat sich aber einer echt Mühe gegeben. Ja. Ja, ich glaube, das geht nicht so gut aus. Es ist schon zu Ende. Na, er hat selbst alle Characters gevoiced. Aber er hat es wenigstens gemacht, er hat wenigstens ordentlich Arbeit reingesteckt. Ah, er hat ein paar der Texturen ausgeliehen. Die armen Barneys, die werden alle gegibt. Ja, das war's. Das war Blibay Den. War eigentlich wesentlich mehr serious, als ich erwartet hätte nach diesem Screen hier. Das ist eher nur eine totale, nur so ein totales, nicht Cracklife, das war, kam ja erst viel später, aber halt so ein Joke-Mod ist, ja. Und das war es aber eigentlich gar nicht mal so sehr. Zum Teil schon, aber man hat echt gemerkt, dass ist richtig viel Arbeit drin und das ist, er hat auch nicht nur den Spieler geärgert, der Modder, sondern er hat auch wirklich ein spannendes Game draus gemacht. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Mod von Half-Life.